Grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Bio-Alpin-Projekt auf der Wahl. Jo, in der letzten Folge haben wir meinen Hof angeschaut und werde euch so kleine Einblicke geben in die Landwirtschaft da bei uns am Hof. Ja, ich war schon bei meinem Bekannten und habe einen Grober geholt. Ich habe es bald jetzt schon gegrobert. Kann ich euch auch kurz zeigen. Da, man sieht es, ich habe schon gegrobert. Diesmal habe ich es gegrobert, nicht die Diener. Ja, den müssen wir auch wieder zurückbringen zum. Ja, servus zum John, zu einem Bekannten. Ja, ich würde sagen, was nehmen wir jetzt für Tag? Nehmen wir wieder einen Fendt. Ich werde jetzt gleich sehen. Weil ich sehe es, es ist Regen angesagt und ich will keinen Regen haben. So, da, da. So, da fahren wir mal aus. So. So. Deswegen füllen wir das gute Stück mal auf. Schon aufgefüllt. 250 Liter. So. Ja, genau, wir nehmen Weizen. Und aufkommen ohne Gewicht fahren, das ist löblich. Das ist sehr löblich. So. Genau, dann würde ich sagen, fahren wir da rein. Dann darf das natürlich die Diener wieder machen. Und zwar haben wir da jetzt einmal den und den. Ich muss mal im Katalog noch schauen, wie breitmäßig die Maschine ist. Das weiß ich leider nicht auswendig. Ich glaube 2 Meter. Na, 2,1, das stimmt sogar. Genau. Weil das muss so. Gegen den Uhrzeigersinn, genau. Und dann speichern wir den Kurs und er fällt sehen. So, natürlich den Kurs speichern wir gleich ein. So, wo ist der erste Startpunkt? Der ist eh da. Okay. Dann machen wir das so. Tina, du weißt, was du zu tun hast, gell? Ja, mach das bitte gescheit. Mach das gescheit, habe ich gesagt. Ach, das ist wurscht, das kann ich nacharbeiten. Das macht nichts. Ich hoffe, sie weiß, was sie macht. So. So, dann mal, wer hat jetzt eigentlich da einen Düngerstreuer? Laut was. Ein John seiner kann nicht kalken, er kann nur Dünger. Jetzt muss ich überlegen, Hi. Das Lohnunternehmer, der ist mir zu groß. Ja, servus, wie oft noch? Fahren wir mal schauen. Habe ich gesehen, einige im Dorf haben seine Geräte vor dem Haus stehen. Ich denke, ein Nachbar mal nachfragen. Und grünlandmäßig, na gut, habe ich einen Ladewagen und einen Mähwerk. Den Mähbalken habe ich leider verkaufen müssen und der war kaputt. Dann Grönland brauche ich nicht. Ein Kalkstreuer. Wenn sowas wohl wieder hat, muss man schauen. Ja, ich hoffe, es hat irgendwas sowas. So. Am Nachbarn mal fragen. Also der. Ui, was ist der so? Nein, Futtermischer brauche ich nicht. Ei,
ist immer schwer, ja. Hier, was hat der da? Was hat er, die Futterschnecken? Ja, es ist blöd, ja. Nicht weiß, welcher Kollege da was hat. So. Dann würde ich sagen, fahren wir mal rechts. Entschuldigung, Achtung, ja. Geht's mal nicht aus dem Weg. Ist ja nicht mein Problem. Ich hab's gar kein Holz mehr nicht. So. Irgendwer muss ja ein Düngersteuer haben. Ah, da haben wir was. Da haben wir was, da haben wir was. Hi, 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 da haben wir was, da haben wir was. Naja, das Auto steht da schon ein bisschen länger noch. Oh, nein, 100er MP-Trag. Mit Pflegebereifung und. Ei, Bredal. Ei. Das wäre ideal. Entschuldigung, junge Frau. Grüß Gott. Hat Ihnen da der MP-Trag mit dem Düngerstreuer und dem oder Kalkstreuer? Dürft ihr mal den ausleihen? Ja, das wäre dringend, ja. Ich würde gern meine Wiesenkalk. Kann ihn haben. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ja, ich bringe ihn wieder hinter gewaschen. Freilich. Passt. Perfekt. Danke. Können wir auch da schnell losen? Ja, passt. Passt, passt. Danke, wiederschauen. Hier? Haben wir einen Betrag. Ui, ui, ah ja, Katalog schauen. Oh, geht's ja kalt. Ein paar mehr Kalk noch. Kalkbeck. Das liegt an, wie viel hat der Kalkstreuer? Streuer, da ist der Streuer. 9000. Ui, das wird knapp, das geht sich nicht aus. Kann man nicht laufen lassen? Hier kann man laufen lassen. So. Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage. Wissen Sie, wer außer einem Händler noch Kalk hat? Wer? Aha. Wo ist der? Ja, das weiß ich ganz auf. Ja. Ja, ich bin ja vom Nagelbauer. Ja, genau. Okay. Ja, passt, weiß ich schon. Okay. Perfekt. Ja, passt, danke. Ich muss noch so weit vorne noch. Ach, was tut mir nicht alles. Eieiei. Jetzt bin ich schneller. Es haben zwar viele Leute am Bauernhof da, aber es sind ein paar, was man kaufen kann. Von Anfang, klar, und ich habe die Kohle keinen Kontakt bis auf den Schwamm. Aber besser einmal noch, einfach nachfragen. Kann auch nicht schon. Einfach von den Nachbarn ausleihen. Ich meine, ich wusste immer schon, dass ich gern. Die kriegen dann auch Geld, wenn sie wollen. Und mit passt mir auch. So, schauen wir vielleicht. Hat der eine Herr noch einen Kalk für mich? Der Herr Oberdorfer. Wie er heißen sollte.
Feier ich schon. So, von den Kreuzstein. Redal. So, da ist die 30 aus. Ich kann wieder Gas geben. Und ich bin in der Kurve. So. Ja, und das sieht man noch, wir haben auch eine Bienenhäuschen. Also wie die zum Beispiel, die Viere gehören mir. Das sind meine. Gehört auch zum Hof dazu. Irgendwo sollte noch eine sein, aber die gehören nicht zu mir. Also weiß, wir haben nur vier. Das ist immer total gesagt. Aber ich würde dann gerne einmal Honig abproduzieren, Amon. Mal schauen, wie es ausgeht. So, jetzt sind wir super auf. Jetzt sehe ich, was nervt, ist die Auffahrerei. Ich bin eigentlich schon fertig. Wundert mich gerade, was die SMS von Athena gesehen. Ah, ein bisschen nacharbeiten müssen. Das ist nicht so schlimm. Kann ich eigentlich noch stehen lassen. So. Stirb dabei. Ja, war ein Blinker, glaube ich, ist einer. Okay, das passt. So. Tina, du hast gesagt, du bist fertig. Stimmt das? Tatsächlich, sie ist fertig. So. Ja gut, unten ist das Nacharbeiten, das ist kein Problem. Das kann ja. Ja, und GPS, das... Nein, das ist nicht in die Traktoren eingebaut, bevor wir fahren. Das habe ich in mein Handy. Oder Empfang ist nicht so schlecht und dann auch Toni mal so ein GPS aufs Handy. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Gut, ich meine, ich kann nicht nacharbeiten, das ist wurscht. Das Hoppa. Hoppa und schwuppa. Ups, das wollte ich. So, jetzt müssen wir nochmal Gras ansehen, ja. Ah, es ist ölrettig, das will ich natürlich nicht. Da müssen wir nochmal Gras ansehen. Mal da ein bisschen was blöd gemacht. So. Und ja, ich weiß, die Seemaschine da hinten ist ein bisschen abartig, was die tut, aber was soll ich machen? Ich weiß, die hupft ein bisschen blöd. So. So. Genau, da oben am Fleck. Was da auch nicht so sein soll. So. So, jetzt aber. Ab zum Hof. Ja, gut, da brauchst du wenigstens schon wegen keiner kommt, weil kommt jetzt keiner, weil ich nur durchfahren muss. So. Wobei, eins weiß ich jetzt schon, der Ertrag. Der wird nicht so hoch sein jetzt heuer das Jahr auf dem Feld, weil ihr kein Dünger habt. So, und dann oh und so und danke. So, dann würde ich sagen, fahren wir mit dem wieder weiter auf zum Oberdorf. Start mal.
Na, no, da kommt man ja schon. So. Ah, fahren wir schnell dran, Kalk holen. So. Das ist immer kalt, Strom kostet nichts. Na, MD. Bienenstöcke, da habe ich gemeint, die weiß ich, wenn ich kann. Eine sind sie einfach nett. Ist mir eigentlich sogar egal, wenn ich keine Songs von meiner sind, dafür ist das mir wurscht. So. Aber schön zum Fahren auf der Straße. Auch bin ich gespannt, wie es im Winter wird. Wie ich schon gesagt habe, im Winter mal wieder. Oder hilf ja im Lohnunternehmen mit ein bisschen zum Schneerahmen. Kein Problem für mich. Ich tue gerne Schnee schaufeln. Na, ich bin gespannt, wie es wird. So. Und schwupp. Lodo. Ja, ist ja Sommer einfach mit nichts dazu. So. Aber es ist wirklich schön zum Fahren, also darf ich echt nicht so. So. Schwupp. So. Ich habe ein bisschen gekämpft, aber es ist nicht so schlimm. Entspannter Bewegung. Den ganzen Kalk brauchen wir oder nicht? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Weil so einen ersten Hänger, wo man voll hat. So, ich glaube, es ist gescheiter, aber den mal außen herstellen. Oder? So. Ah, grüß Gott, Herr Oberdorfer. Schauen Sie ins Fenster. Die Frau Meier hat mir gesagt, unten im Dorf habe ich von ihr den MP-Track ausgeliehen, wie Sie vielleicht sehen. Und sie hat mir gesagt, Sie haben Kalk. Jetzt würde ich fragen, ob ich da was haben könnte. Ja, genau, ich bin vom Nagelbauerhof, genau. Ja, ja, wo willst du hin? Kann ich da was haben? Legen Sie mal das auf, oder? Okay. Also kann man Ihren Traktor nehmen. Steht da? Dorin? Okay. Ja, passt. Das chillt auch noch so leben. Okay. Hier, mir gefällt das. Ja, hallo. Also da steht er. Okay. Ich glaube, die Schaufel ist zu niedrig. Ja, die Schaufel ist definitiv zu niedrig. Das geht sie nie und nimmer aus. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. So. Ach, es wird hier doch was. Puh, Glück gehabt.
Ja, ich weiß, normal macht man die Scheibe zu, aber so sieht es jetzt nicht aus. 4800 Liter. So. Ah, schöne Abwechslung. Man M1 zu fahren. Ganz speziell da Kulissen, oder? Der ist ein bisschen stark. Da weiß ich schon, wo ich ob jetzt mein Kalk herkriegen wird. Was hängt da eigentlich aus? Oh, wow. Okay. Schaut ein bisschen eigenartig aus, aber okay. Ja gut. Egal. Ist egal. So. Jo, ich spiele jetzt kurz mit der Tastatur. Nimmst du es mal nicht über. So, ne, 1000 Liter. Haben wir jetzt schon über 3000. 3000, 5400 normal. Was ich da jetzt schon hab an Kalk. Also sagen wir mal an Anhänger voll und wenn er dann echt noch ist, müssen wir noch holen. Müssen wir über den Preis noch reden, was er kriegt. Man gut, so viel Kalk muss ich jetzt auch was zahlen, ja, aber. So. Was will man machen? Was will man machen? So. Aber es ist nicht gewesen von der Frau Meier, dass man im Traktor leid mit dem. Weil mit unserem Traktor hätte ich den Düngerstrahl nicht ziehen müssen. Weil da ist der Kalk nicht so teuer. Zahle ich 113 Euro. Ich kann 950 für 1000 Liter und da ist das Doppelte fast. Von dem her ist die Relation da ein bisschen witzig, ja. Aber hey, wenn ich da nicht keinen Kalk mehr nehme, hätte ich sowieso müssen. Drei Pitbacks oder was kann. Aber jetzt müssen wir schauen, wie voll er eigentlich schon ist. Okay, ja. Ah, geht sogar noch was. Okay. Ah, schaue ich noch. Aber dann ist genug. Ja. Schaufeln, aber dann ist genug, ja. Ja, es hat 113 Euro für 1800 Liter bei 1,8 Tonnen Kalk, das ist natürlich nicht schlimm. Das geht eigentlich, das ist verträglich. Aber ich hoffe, dass wir mit dem jetzt auskommen. Jetzt nicht mal, weil es mal zu teuer ist, aber generell. Ich hoffe es einfach. Ja. Ich will nicht 80 Tonnen gefüllt Kalk kaufen. So, wie viel haben wir jetzt? Ach. Okay. So, dann würde ich sagen, packe ich den wieder doch her. Stell den noch ab. Entlastung schön das dort zu machen wieder. So. Ich wäre dann jetzt fertig. Ja, das Geld haben sie von mir gekriegt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich noch was brauche, aber normal hoffe ich mal nicht. Sonst kann ich sonst noch was haben. Okay, perfekt, danke. Wiederschauen. Zu.
Tonnen Kalk im Steuerwerk. Ich hoffe, wir kommen damit aus. Aber nicht, haben wir ein Problem. Aber normal denke ich, dass wir rauskommen müssten. Mal müssen wir die Wiesen ja erobern. Aber das tun wir nicht an. Das ist aber die Moment. So. Dann kann ich mal das Feld. Wenn das Feld wäre, interessant. Was geht dort zu dem Hof dazu? Ich weiß nicht, wer da Ansprechpartner dafür ist. Mal schauen. Im Dorf kennt sicher wer denn der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Der kennt sicher wen, der was mir da so kommt. Na, schmeckt. So. Den Leihgabetrag dann einmal zum Hof stellen. Dann müssen wir uns kurz mal Stall schauen. Was die Viecher jetzt eigentlich brauchen, weil Stroh, Hei und Brocken und Wasser ist klar. Oder mich hat es ja auch besser gesagt. So, jetzt hoffen wir, dass wir da durchkommen. Jetzt geht es los. Yes, yes. So, dann stellen wir jetzt einfach mal da her. So. Perfekt eingepackt. So. Mach auf das Tor. Irgendwo habe ich einmal da verkauft. Irgendwo war es ja mal. Die Tafel, wo ist die Tafel? Die große Tafel, wo ist die Tafel? Ah, ich finde die Tafel nicht. Ich finde die Tafel nicht. Die Tafel war doch da. Ja, servus. Ah, wo ist die blöde Tafel hin? Darin habe ich sie auch nicht, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal eine Tafel gehabt. Nur wo? Wo ist die Tafel hin? Wo ist die Tafel hin? Ja, 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 ist gut, ist gut. Schau mal da noch. Lalalalalala. Kühe. Rübenschnitzelkraft. Okay, kann Rübenschnitzel füttern. Das ist nicht schlecht. Stroh, Heu, Gras, Silage. Kraftfutter. Also, die brauchen nicht einmal Mischration, okay? Ja, wo Kraftfutter ist eigentlich das, so egal. Was haben wir denn? Werkzeugkisten brauchen, Transportpaletten brauchen, eine Zielreifen, Hühnerfutter, Gänsefutter, Futter, Ferkel, Milch, Mineraldünger. Na, Schweinefutter, Ferkel, Ski, Big Bag, Nitran. Das ist für Flüssigdünger, Saatgutbeize. Na. Das ist nicht uninteressanter Einstreu. Dann dennoch und Silage. 2000 Liter Naturlab, was ist das? Jetzt Käse, na Käse habe ich keinen. Ich stelle keinen Käse her. Hühnerfutter, ganze Stadt, Trockenfutter für den Hund, ja. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Okay, das ist jetzt blöd. Zuckerrohr, nein. Okay, ja. Aber ist egal.
Ja, dann würde ich sagen, war es das heute mit der Folge wieder. Ich werde nachher mal die Felder düngen. Oder die Wiesen kalken, besser gesagt. Da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst mal einen Daumen, Abo und einen Kommentar da. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ich ändern kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.